Willkommen bei mir und meinem nervigen Kater, der die ganze Zeit maunzt, zu einer weiteren Folge, was ich an einem Tag esse. Ich hätte fast vergessen zu drehen, weil ich so lange keine was ich esse Videos mehr gemacht habe. Ja, Robi. Ich habe noch Reste von gestern. Frühstücksreste von gestern, Haferflocken, die ich aufgegossen habe mit neuen Haferflocken. Und ich bin auch immer noch dabei, nach meinem Jetlag Kaffee auszuschleichen. Heute komme ich auf 1,5 Tassen runter. Zum Frühstück gibt's, zum Frühstück Nummer 1 gibt's Kohlrabi. Den ich noch nicht fertig, aber Romy! Seht ihr ihn? Sehen wir ihn? Sehen wir ihn? Wo ist er? Da ist er. Willst du raus? Willst du raus? Soll noch einer sagen, ich bin kein anständiger Veganer, weil ich eine Katze habe und der alle Freiheiten wegnehme? Das tue ich überhaupt gar nicht. Ich tue alles, was sie sagt. Ist umgekehrt. Kater nimmt mir alle Freiheiten weg. Heute habe ich frei. Heute Abend kommt meine Schwester zu Besuch. Über 2 Tage. Und weil ich ja immer nur an freien Tagen drehe, oder fast immer zumindest, weil ich denke, dass mein Arbeitsessen stinklangweilig ist, mein Freihabenessen meistens auch. Naja, wir gehen wahrscheinlich heute Abend wieder ins Wellbeing, mit dann der ganzen Familie, also das wird auch nicht aufregend, und deswegen gibt es natürlich wieder keine Auswertung. Aber ja, ich bin jetzt dabei, Kaffee auszuschleichen, hocke mich mit meiner Tasse Kaffee ins Bett, um Morgenseiten zu schreiben, und danach gibt es Frühstück Nummer 1, Kohlrabi, und das zeige ich euch dann, wie es aussieht. Das ist Frühstück Nummer 2, also Haferflocken von gestern mit neuen Haferflocken von heute, plus Chia, plus Paranuss, da sind noch Birnen drin, auch von gestern, und ja, das ist, wird auch nochmal angehübscht. Frühstück Nummer 1, Kohlrabi. Romy. Der Romy sitzt meistens beim Frühstück auf meinem Schoß. Wahrscheinlich als Entschädigung dafür, dass ich ihn beim Fressen auch streichle, darf ich ihn, während ich fresse, auch streicheln. Oder, Romy? Ja. Und das ist Frühstück Nummer 2. Und das sieht fast aus wie neu. ich habe unter das alte Essen halt eine Banane gematscht, neue Haferflocken und so drauf. Und dann nochmal einen halben Apfel. Klein geschnitten plus Sonnenblumenkerne. Und das war's. Ich habe schon wieder an euch vergessen zu denken. Während ich hier vorm PC sitze, habe ich gedacht, ich esse ein paar Cashews. Romy sitzt natürlich auf mir. Also eine Handvoll Cashews. Was haben wir? 10.46 Uhr. Ich fange gleich an zu kochen. Es ist 11:15 und ich fange an zu kochen. Und ich schmeiße heute nicht einfach nur irgendwelche Reste zusammen, sondern ich koche tatsächlich nach Rezept. Außer, dass ich vorhabe, einen Großteil des Rezeptes umzuenden, weil ich nicht alle Zutaten habe. Also, ich habe euch in Amerika mit dem salzfreien Gewürztest, was ich hier auch nochmal verlinken kann. Ich glaube da. Was ich euch nochmal verlinken kann, erzählt, dass ich versuche, meinen Salzkonsum zu reduzieren. Und um das Ganze zu erleichtern, habe ich Rezepte gekauft, beziehungsweise Bücher gekauft, 3 Stück, in denen kein zusätzliches Salz drin ist. Weil ich mir gedacht habe, bevor ich jetzt einfach Sachen koche, die scheiße schmecken, kann ich wenigstens Sachen kochen von den Leuten, die kein Salz essen, sagen, die schmecken gut. Versteht ihr, was ich meine? Ja, aber ich habe noch Salz. Ich habe noch diverse Sorten Salz. Ich habe hier noch das normale Jodsalz. Ich habe aber auch noch aus dem Foodsharing-Schrank Salz. Und davon habe ich 2 unterschiedliche Sorten. Also das brauche ich selbstverständlich noch auf. Und dann erst quäle ich mich dadurch, durch den Salzentzug. Also koche ich heute aus einem Buch, was ich gekauft habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar ist das Ramses Bravos Buch Bravo. Ramses Bravo ist, oder Ramses Bravo wahrscheinlich, der ist Mexikaner, glaube ich. Und der Chef, der Chefkoch im True North. Heute tue ich mich echt schwer mit dem Erzählen. Chefkoch im True North, da ist er seit 11 Jahren. Er ist von Haus aus absolut kein Vegankoch oder Gesundkoch oder sonst was, gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie das genau zustande kam. Ich glaube, er hat einfach eine Stellenanzeige gesehen vom True North, hat sich beworben, hat mit Goldhammer gesprochen, der hat gesagt, kannst du ohne Salz und Öl und Zucker und so kochen? Und er hat gesagt, klar kann ich das. Ja, und dann hat er das einfach getan, obwohl er das gar nicht konnte, hat sich da halt reingefuchst. So. Und der hat jetzt 2 Kochbücher rausgebracht, das eine ist jetzt hier Bravo
Und das Neue ist Bravo Express. Ist natürlich logischerweise nach seinem Nachnamen benannt. Aber das Bravo Express ist halt so ein Fast-Food-Kochbuch, also ne, was schnell ist. Ich habe die beide gekauft und ich habe auch AJs Buch Ultimate Weight Loss, Secrets to Ultimate Weight Loss gekauft. Und da wühle ich mich jetzt mal durch und ich verlinke die euch alle dreimal auch unten drunter für den Fall, dass euch die interessieren oder ihr einfach mehr dazu erfahren wollt. So, und was wir jetzt kochen ist, und ich wechsle mal eben die Perspektive. Also, ich habe das als E-Book, sonst hätte ich es euch in die Kamera gehalten. Ich habe es halt irgendwie eingeblendet. Brown Lentil Stew ist der Plan. Ich habe keine braunen Linsen, also wird es ein roter Linsen-Stew. Ich habe Zwiebeln, Sellerie. Karotte habe ich nicht. Daher kommt da stattdessen Kartoffel rein. Lauch habe ich. Schalotten habe ich. Habe ich alles extra gekauft, das ganze Zwiebelige. Dann Vegetable Broth habe ich nicht. Kommt Wasser rein. Braune Linsen nehme ich halt rote, ne? 12 Knoblauchzehen? Nein, mache ich ja auch nicht. Ich tapp zwar Knoblauch, tue es auch rein, aber nicht so viel. Knoblauchgranulat habe ich auch, kommt auch rein. Onion Granulat habe ich nicht. Kommt da ja nicht rein. Ob ich habe genug frische Onion, denke ich. Oder hier Schalotten und Zwiebeln und so ein Zeug. Und ein bisschen Petersilie habe ich auch aus dem Foodstyle-Schrank heute, gestern gefunden. Und Thymian habe ich, glaube ich, noch getrocknet. Ja, und das kommt einfach irgendwie in irgendeiner Mischung da rein, in meinen Topf. Und dann kommt Salz rein. Das, was ich noch brauche und was ich noch habe. Und dann schauen wir mal weiter. Bis gleich. So, ich habe jetzt alles in einen Topf getan, mit ganz viel Wasser aufgefüllt. Dazu das, was ich aus dem Foodsharing-Schrank habe, das mexikanische Gewürz mit Salz. Und was ich euch gezeigt habe in dem Video, salzfreie Gewürz. Brex Organic Sprinkle, was ich ja am beschissensten fand. Aber da sind so viele verschiedene Gewürze drin, dass man damit, glaube ich, ganz gut eine Gemüsebrühe ersetzen kann. Denn die ist da ja jetzt nicht drin. Und wenn mir dazu scheiße schmeckt, dann tue ich nochmal Salz rein. So, ansonsten kocht das jetzt etwa 20 Minuten. Und da hat letztens im PJ eine Ärztin mein Mittagessen bewundert und gesagt, das ist ja so gesund und sieht so lecker aus. Und hat dann gefragt, wie lange ich da denn dran koche. Ich habe gesagt, 20 Minuten. Das geht total. Also, sie hat, nee, eigentlich nicht. Sie hat gefragt, das hat doch bestimmt total lange gedauert, das zu kochen, oder? So, und ich so, nö. Ich mache halt eine Pfanne, wo ich das Gemüse und in dem Fall auch rote Linsen rein tue. Und in der anderen, auf der anderen Platte war dann Reis, den ich in derselben Zeit auch gekocht habe und dann drunter gerührt habe. 20 Minuten. Ich war stolz. Okay, das kocht jetzt 20 Minuten. Und dann zeige ich euch, wie es fertig aussieht. So, das riecht unglaublich lecker, aber ich glaube, ich habe zu viel Wasser reingetan. Momentan ist es eher ein Eintopf. Nein, beziehungsweise, ja, es ist mir zu suppig. Als ein Stew ist ja eigentlich ein Eintopf. Ne? Deswegen passt das schon. Aber für mich ist noch zu viel Wasser. Ich lasse es noch ein bisschen köcheln. Oder, gerade eingefallen, nachdem ich den Knopf gedrückt habe, man kann auch einfach noch ein bisschen was Stärkehaltiges da reinrühren, was ich sowieso aufbrauchen will. Das ist jetzt Maismehl. Das dickt das Ganze noch ein bisschen ein. Und dann habe ich nicht das Problem, dass es so flüssig ist. Was man auch immer noch machen kann, ist, wenn es so flüssig ist, das Ganze ein bisschen anpürieren. Anpürieren ist halt so, weiß ich auch nicht, ein Viertel bis die Hälfte des Eintopfes pürieren. Dann ist das Ganze irgendwie sämiger. So, ich warte trotzdem noch, weiß ich auch nicht, 5 bis 10 Minuten und dann soll es wohl fertig sein. Muss natürlich nur mit Salz abgeschmeckt werden. So, das sieht jetzt besser aus. Das sieht jetzt mehr aus wie Eintopf. Ich glaube, es war echt das Maismehl, was es gebracht hat. Das schmecke ich jetzt noch ab und dann kommt es in die Schüssel und dann zeige ich euch, wie es fertig aussieht. Und da ist es jetzt. Ich habe nochmal eine Portion, die ungefähr genauso groß ist, die ich wahrscheinlich nicht jetzt essen werde, sondern dieses hier wird wahrscheinlich reichen. Vielleicht esse ich auch noch ein bisschen Schwarzbrot dazu, das habe ich auch noch, also Pumpernickel. Ja, Mittagessen. Und das ist Dessert. Eine reife, aber angeditschte Banane von Aldi. Ich habe 5 Stück davon, alle anderen waren grün, also sowas. Das war Mittagessen. Es ist 15 Uhr und der Zuckerentwöhnungssnack ist eine weitere Banane. So, wir sind jetzt im Wellbeing. Also ich und warum isst du jetzt nicht, Steve? die Pferde meiner Nichte, Essen meines Schwagers, Essen meiner Schwester, die alle keine YouTube-Stars werden wollen. Deswegen sage ich euch jetzt, dass das eine Partei ist, dessen Vornamen ich vergessen habe. Riecht lecker.
So, und jetzt gibt's noch das Dessert, das restliche, von meiner Nichte. Das ist Soja-Eis, veganes. Welche Nichte? Lonja, die Nichte. Du. Du hast keine andere. Ich habe keine andere, das stimmt. Ja, das gibt's jetzt auch noch. So, und das ist der Grund, warum man innerhalb der ersten 7 Tage der Challenge nicht essen gehen soll. Also, ich habe meinen Zuckerentzug natürlich gebrochen, was ihr selber schon gemerkt habt, weil eben meine Nichte ihr Eis nicht aufgegessen hat und ist dann da so stand und es sonst weggeworfen worden wäre. Und es war vegan. Und Eis und Schokolade sind meine Top 1 und Top 2 Drogen. Also habe ich es gegessen. In der Raus ist der Lustvolle Challenge soll man die ersten 7 Tage lieber nicht unter Leute gehen, lieber nicht in Restaurants gehen, weil man dann noch zu vulnerabel ist und leicht wieder zurückfällt. Wenn man das einmal weiß, also wenn man einmal diese Mechanismen erlebt hat am eigenen Körper, im Rahmen der Challenge, wie Zucker auf einen wirkt, welchen Regeln er folgt und wie man da wieder von wegkommt, dann kann man das immer wieder anwenden, selbst wenn es mal nicht klappt. Also mir ist natürlich klar, um aus einer Zuckersucht rauszukommen, brauche ich Gemüse zum Frühstück. Ist Pflicht. Weiß ich, dass ich 4 Tage lang durchgängig dabei bleiben muss, darf aber zwischendurch Obst essen, denn Gelüste kommen auf und irgendwie muss man die in den Griff kriegen, also Obst. Weiß ich, dass ich kein Zeugs im Haus haben darf, ne? Keine Schokolade, kein Eis, kein sonstiges Zuckerzeugs, bla bla bla. Und weiß ich, dass ich nicht ausgehen darf. Aber manchmal denkt man, ach, ich schaff das schon. Oder man denkt, ach, so wichtig ist es auch nicht. Also, ne? Da jetzt gerade keine Challenge läuft, sondern nur ich damit zu kämpfen habe, dass ich im Urlaub war und amerikanische Süßigkeit gegessen habe, ist das kein großes Thema. Also meine Schwester war jetzt von Freitag, Samstag, Sonntag, also diese 3 Tage da. Heute ist bei mir schon Montag. Ich habe in 3 Tagen überhaupt gar nichts gemacht, geschafft oder sonst was. Ich war nur familientechnisch eingebunden. Wir waren am Samstag im Odysseum. Das ist ein Abenteuermuseum in Köln, wo ich die Eintrittskarte meiner Nichte als Zero Waste Weihnachtsgeschenk geschenkt hatte. Und da war auch klar, gab es absolut kein gesundes Essen. Komischerweise, das haben mir auch schon mehrere Mütter jetzt erzählt, immer da, wo man mit Kindern hingeht, gibt es nur Junkfood. Also da gab es dann halt Junkfood, beziehungsweise also Fastfood, Pommes, Chicken McNuggets, was denn noch? Burger. Es gab für Erwachsene aber auch so ein Truthahn Blumenkohl-Curry-Zeugs oder sonst was. Und es gab einen Salat mit Feta und es gab einen Salat ohne irgendwas. Und ich habe logischerweise den Salat ohne irgendwas bestellt und habe dazu dann auch eine Pommes bestellt und hatte mir aber in weiser Voraussicht, dass das so sein wird, Kathy Fischers To-Know-Salad gemacht. Ich schreibe euch das mal drunter, damit ihr das googeln könnt. Das ist ein großartiges Rezept. Ein Thunfischsalat-Ersatz-Zeugs. Bisschen zu fetthaltig allerdings für meinen Geschmack. Aber Fett schleiche ich ja gerade nicht aus, sondern esse Zucker. Fett muss ich dann nachmachen. Oder ich verlinke euch das auch nochmal unten drunter. Das habe ich mitgenommen, auf meinen Salat getan und so wurde ich dann auch satt. So, und abends waren wir in einem Brauhaus, wo es dann für mich auch nur Salat gab. Und wieder mit Pommes, habe ich 2 Tage an einem Tag Pommes gegessen. Und Sonntag gestern also war dann schon wieder alles normal. Die sind relativ zeitig zum Bahnhof gefahren und ich habe dann Reste von meinem Eintopf gekocht. Ja, das war das. Und dann ist heute natürlich auch letzter Tag des Monats, sprich ich habe schon einen Gewinner ausgelost. Denn unter allen Leuten, die meinen Newsletter abonnieren, der Link ist nochmal unten drunter, unter allen Leuten, die meinen Newsletter abonnieren, verlose ich einmal im Monat 2 Coaching-Sessions mit mir im Wert von 110 Euro. Und der Gewinner diesen Monat ist die liebe Monika Grein. Herzlichen Glückwunsch, Monika. Ich schreibe dir nochmal eine E-Mail, dass du gewonnen hast. Und dann schicke ich dir einen Link zu meinem Kalender, wo du dir dann Termine raussuchen kannst. Und
Ja, am besten du antwortest mir auf meine E-Mail, denn die Gewinnerin des letzten Monats hat nicht geantwortet, denn ich habe natürlich in die Betreffzeile reingeschrieben, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Und ich weiß nicht, wie viele Spam-Mails das auch machen. Daher scheint die diese Mail überhaupt gar nicht geöffnet zu haben. Ich hatte aber auch nicht ihren Namen, denn sie hatte ihren Namen nicht innerhalb der E-Mail-Adresse. Das hat die liebe Monika hier jetzt. Daher weiß ich, wer sie ist. Also, Monika, schreib du mich an, ich schreib dich sowieso an. Und es kann sein, dass du eine E-Mail kriegst, in der drin steht, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Du hast wirklich gewonnen. Nämlich 2 Sessions Ernährungscoaching mit mir. Okay, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Bis Montag an die normalen Zuschauer und bis morgen an alle Patreons. Es geht ums Thema Rheuma. War gewünscht von euch. Bis dann.